aus Ruhr. Abhängen mit Abhängen. Es ist wieder Montag. Willkommen bei Junkies aus dem Web. Mitarbeiter des Monats. Mitarbeiter des Monats? Was geht, was geht? Es geht schon gut los. Genau. Nachdem wir einmal alle durch hatten, hört ihr mich? Nein, wir hören dich nicht. Und scheiße, der ist weg und der Ton. Und sind wir jetzt live am Start, Alter. Und damit wir wieder ein bisschen die Struktur einhalten, sollen wir wieder so einen kleinen Satz oder so ein bisschen Stichpunkt geben am Anfang der Folge von jedem. Roman? Scheiße, ist das viel. Okay. Endlich am Ziel angekommen. Pistole. Endlich am Ziel angekommen. Dickerchen. Okay, meiner ist, entweder liegt's an den fehlenden Drogen oder an den Haaren. Ja. Du Wichser, ich dachte, der kam vorhin voll aus der Pistole geschossen und hast du schon vorbereitet gehabt. Nee, hab ich nicht. Aber ich fand den gut, als ich den vorhin gesagt habe. Ja. Ich fand den sehr gut. Er hat ihn sich nur gemerkt. Ja, weil ich Kopf habe. Ja, denkst hier, mach mal, wer wird Millionär? Geh mal zu Wer wird Millionär? Du kannst hier Sätze 2 Minuten merken, Alter. Krass. Ja. Das ist meine Spezialfähigkeit, so, ne? Ja, ich würd am liebsten gerne mit Adriano anfangen, weil ich ja jetzt gespannt bin, ob es hier Survival of the Fittest Part 2 gibt. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin losgezogen. Ja? Nein. Dieses Wochenende habe ich dann wieder gesagt, pass auf, ich fordere das Schicksal wieder raus. Wetter war natürlich wieder Grayskull. Nicht ganz. Wetter, bei der Macht Wetter von Grayskull, lass mich überleben. Sind irgendwo im Wolfsburg mitten auf der Straße. Mit einer Bong. Guck, wie übertreibt, Alter. Der hat nicht mal angefangen. Also, pass auf, ich hab wirklich auf euch gehört. Ich habe mir diesmal auch eine Jacke mitgebracht, falls es wirklich kalt werden sollte. Also mitgebracht. Isomatte. Entschuldigung. Dreimann-Zelt. Schickes Teil. Ja, sogar mit Vor- und Nachzimmer irgendwie war das. Ich habe jahrelang wirklich schon kein Zelt mehr aufgebaut. Das ist eine reine Katastrophe, wenn man das alleine macht, Alter. Und dann dort auch noch der Wind übertrieben weht, Alter. War gar nicht mal so einfach. Warte. Wirklich, warte bitte. Wann bist du losgegangen? Weil wir haben Freitagabend für unsere Hörer, es wäre fast keine Episode gekommen letzte Woche, weil Adriano erst am Freitag um 17 Uhr mir die Spur geschickt hat oder um 17:30, obwohl es eigentlich am Mittwochabend geschehen sollte. Und da habe ich mich Freitagabend schon gefragt, wolltest du nicht im Wald sein? Du bist nicht danach losgefahren, oder? Nein, nicht Freitag, Samstag. Samstag bin ich los, von Samstag auf Sonntag. Ja, wie gesagt, Zelt aufbauen war übertrieben, Heckmeck, war viel Wind, viel Geflattere, fast selber mitgeflogen. Aber ich habe echt ein cooles Örtchen gefunden. Das war, musst du dir vorstellen, so eine Kieskuhle. Da, wo ich auch letztes Mal war, diese Kieskuhle. Wo kein Wasser ist, aber irgendwie aus dem Nichts. Ich schwör's, ich bin in dem Dorf ja aufgewachsen. Und auf einmal, jetzt, wo ich da zelten gehen wollte, finde ich da so einen geilen Bach. So mit Wildrosen, die da drauf liegen. So eine komischen Maiskolbenpflanzen, die da aus dem Wasser kommen. So richtig idyllisch, Alter. Ich so, hä? Noch nie gesehen hier in unserem Dorf, Alter. Und genau daneben habe ich dann mein Zelt so aufgemacht. So direkt am Wasser. Dann hing ich da, ne? Konnte auch schön grillen. Hab alles geschafft, was ich schaffen wollte. Hab mir Musik angemacht. Füße in den Bach gelegt, Alter, und einfach nur so auf der Decke gelegen. So ein Wurstbrot habe ich mir geschmiert. Ein Wurstbrot. Was mich richtig schön entspannen lassen hat. Ja, habe ich da entspannt, Musik gehört.
im Endeffekt, mein einziger Freund war ein Frosch. Der war die ganze Nacht irgendwie auf den einen und selben Fleck. Hat immer alle zwei, drei Stunden mal gemacht, Alter, und das war's. Ich wüsste, richtig entspannt. Keine Mücken, kein Generve, kein gar nichts. Also Handy war nur Musik. Habe ich diesmal geschafft, dass es nicht komplett gelöscht ist, sondern wirklich alles nur runtergefahren und nur Musik gehabt. Ja, und einfach wirklich relaxed. Zeit für mich gehabt und relaxed. Jetzt kommt das Lustige aber wieder mal. Ich dachte schon, ja, voll öde schon fast, Alter. Klappt alles? Oh Mann, ich denke mal, ich habe so... Also nochmal, es wäre schon schön, wenn du meine Frage noch beantworten könntest. Wann bist du denn am Samstag losgefahren? Halb vier so. Halb vier, vier. Also nachmittags. Ja, ja, nachmittags, klar. Ich kann den Hund, meine Frau war nicht da, die war irgendwie unterwegs und ich kann den Hund halt nicht so lange alleine lassen. Aber so ein, zwei Stunden, bis sie wiedergekommen ist, das ging. Bro, ganz normal, also bin da angekommen wie letztes Mal wieder, so 19 Uhr oder so, hab aufgebaut, eine Stunde ungefähr das Zelt. Ja, pass auf, ich hab wirklich lange, obwohl ich ein bisschen genascht habe, war ich sehr lange wach. Ich denk mal so gegen halb fünf, hab ich mir dann gedacht, so jetzt komm, machst auch mal die Augen zu. Ja, ja, ich war richtig lange wach. Wenn ich mir die Zeit nehme, dann will ich was auch davon erleben, Alter, dann schlafe ich einfach da ein. Ja, deswegen wäre ich gar nicht, deswegen gehe ich gar nicht so spät losgefahren. Okay. Mhm. Aber okay, also du hast ja wahrscheinlich ein Lagerfeuer gemacht, oder? Nein, ich hatte Grill. Nur Grill war wärmer. Ja, also aber sonst, kein Lagerfeuer. Nein, kein Lagerfeuer gemacht. Ja, also du hast Lagerfeuer gemacht. Also du hast kein Lagerfeuer gemacht, du hattest deinen Grill dabei. Ja, wenn er jetzt auf die Wärme hinausgehen will, es war nicht kalt in der Nacht. Ich brauchte kein Lagerfeuer jetzt fürs Feeling oder sonst was. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr, nach meinem ersten Wurstbrot überhaupt noch irgendwas einzusammeln und Feuer zu machen oder so. Wollte einfach nur noch genießen. Nein, ich habe nur ganz, ganz entspannt Grill gehabt. Ja. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ne, was da so schiefgelaufen ist. Aber wie du das gerade schon, ich habe gedacht jetzt, du sagst so, ja, ich hatte alles, Drei-Mann-Zelt, dies, das, alles. Aber wann habe ich das letzte Mal ein Zelt aufgebaut, ne? Oh, ich schwör's dir, Alter. Ich dachte wirklich, weil mein letztes Zelt, was ich hatte, das war so ein, das schmeißt du hin und das klappt sich auf, so ein Zwei-Mann-Zelt und musstest du noch drei, vier Heringe an die Seiten reinspannen, fertig ist. Und das Ding war schon ein halbes Ingenieurwesen, Alter. Das hatte irgendwie so eine Außenhaut und da musstest du erst die Außen, also das Außenzelt aufbauen und irgendwann unter das Zelt, also da rein und das Innenzelt am Außenzelt unten befestigen irgendwie. Und dann entstand daraus so ein Raum. Das war eine Katastrophe mit dem Wind, ohne Witz. Nochmal ja? Kurz zu meiner Frage. Ja. Du hattest nur dein Einmalgrill. Ja. Dieses kleine gut. Ding. Ja, ja, ja. Und dann hast du nachts im Dunkeln im Wald bis halb fünf gelegen einfach? Oder also hast du kein Lagerfeuer gemacht? Nee, ich habe mir gar kein Lagerfeuer. Wie gesagt, ich hatte da diesen Bach, das Wasser, den Frosch. Guck mal, der Roman, der alte Pyromane wieder so, wie, du hattest keine Feuerschale dabei. Bruder, was ist los mit dir? Das gehört doch voll dazu. Also ich war danach, wie gesagt, von dem Wurstbrot auch irgendwann so gechillt, dass ich auch gar keinen Bock mehr hatte, um Holz irgendwie einzusammeln oder was weiß ich was. Jetzt pass auf, im Endeffekt bin ich dann halt voll spät pennen gegangen, wach dann morgens so auf und guck so auf mein Handy, will gucken, wie spät es ist und sehe, oh fuck, Handy ist aus. Aber ich habe ja noch eine Powerbank. Eine habe ich für die Nacht benutzt, für die Musik und die zweite Powerbank hatte ich noch mit. Machst du Powerbank so dran, denk mir so, ist alles easy, ganz entspannt. Oh, da ist noch was vom Wurstbrot da, das isst du auch noch auf. Und da bin ich einfach wieder weggeknackst, so. Ganz kurz nur, für neue Hörer, Wurstbrot ist eine Abkürzung für Substanzen, die wir hier nicht benennen dürfen, aus rechtlichen Gründen, um uns nicht irgendwie in Gefahr zu bringen. Mehr muss man nicht sagen. Ja, abgelaufen Leberwurst, also, die hat mich jedes Mal schläfrig gemacht. Alter. So, pass auf. Auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt die Sonne schon ziemlich warm und in der Mitte vom Himmel. Also man hätte ausgehen können, es ist wirklich schon Mittagszeit, wo ich wach geworden bin, ja.
Und ich beim ersten oder beim zweiten Mal? Beim ersten Mal wach werden. Deswegen habe ich mir dann noch das Wurstbrot gegönnt. Dass ich mir ein bisschen chillen kannst du noch, bis ich nach Hause fahre, ist ja noch alles easy. Handy lädst du auf, gehst noch ein bisschen pennen, ein bisschen dösen. Dann wache ich das zweite Mal auf, will wieder auf mein Handy gucken und merke, es ist einfach immer noch aus. So, ich sage, klick auf die Powerbank, blinkt die einfach nur noch dumm rum. So, die war einfach nie voll. Ich habe keinen einzigen Prozent auf das Handy bekommen. Mach so Zelttür irgendwann so auf, guck so raus und sehe einfach nur die Sonne so hinter so einem Berg in der Kieskuhle gerade runtergehen. Ich so, laber doch nicht, Alter. Runtergehen ist schon im Sommer ein bisschen spät, glaube ich, wenn die Sonne schon langsam runtergeht. Das ist schon, weißt du, ich weiß ja, wenn die Kinder ins Bett gehen, meckern die, dass es gerade noch hell ist. Und die gehen meistens so 8:30, 9 so im Bett. Und ich konnte nur so schätzen ungefähr, okay, zwischen 20 und 22 Uhr, irgendwo dazwischen müsste ich mich jetzt befinden. So. Ist okay, alles klar. Zelt abbauen, Alter. Auch wieder voll die Action gewesen. Dann bin ich erstmal so ins Dorf gelatscht. Hatte übertrieben Hunger, weil ich ja halt den ganzen Tag gepennt habe und gar nichts gegessen hatte. Hab mir so einen Döner geholt. Hab mich so auf die Bank so gesetzt, wollte den Döner snacken und dachte ich mir so, nee, warte mal. Jetzt wurde, wenn ihr hier dich hinsetzt, hier kommt der Bus nicht lang gefahren. Und im Dorf kommt der Bus am Sonntag nur alle 2 Stunden. Das kannst du nicht riskieren, Alter. Am besten setzt du dich oder da irgendwo hin. Wo lebst du denn? Das war in einem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ich lebe gerade in Wolfsburg, aber wo ich aufgewachsen bin, das war so ein Dorf. Am Sonntag fährt er nur alle 2 Stunden der Bus. Und dann dachte ich mir, pass auf, du musst zu einer Bushaltestelle gehen, wo zumindest der Bus auch lang fährt, weil du hast keinen Bock, wegen dem Scheißdöner noch 2 Stunden zu sitzen, falls was ist. So gehe ich gerade ein paar hundert Meter weiter zu dieser Bushaltestelle, will mich gerade hinsetzen, mein Döner essen, kommt der Bus auf einmal um die Ecke. Ich schwör's, es war alles wirklich so auf die Sekunde getaktet, das war alles perfekt. Ab in den Bus, fahr nach Hause, ich sehe so das Auto von meiner Frau, steht vor der Tür, komm hoch, Tür auf, kein Hund bellt mich an, keine Frau da, kein Kind. Ich so, hä? Was ist denn jetzt? Weil das Auto steht ja da. So. Ah, okay, vielleicht sind die mit dem Hund raus. Kann ja sein, dass die Gassi sind oder so. Weil ich ja nicht da bin, müssen wir selber die letzte Runde machen und so. Mir nichts gedacht, Alter, steck Handy im Ladedings da an. Warte, und dann platzt angeht. Das. Oh Mann, Bro, ey. Dann geh ich kurz eine rauchen, komm wieder rein, Handy ist ein bisschen aufgeladen. Ich ruf so meine Frau an. Hallo? Ey, auf einmal hörst du nur, wo bist du? Ich bin zu Hause, warum? Wir suchen dich alle. Bro, da haben die sich alle zusammengetan zu einer Fünfermannschaft. Einer mit Roller, der andere mit Auto, Alter. Und sind da in dieser Kieskuhle rumgefahren und haben mich gesucht. Weil ich mich einfach nicht gemeldet habe und die sich Sorgen gemacht haben, dass ich wirklich diesmal, wirklich. diesmal wirklich bewusstlos so Rauchvergiftung in so einer Höhle liegt. Weißt du, sie wusste ja, dass ich ein bisschen nasche und sie dachte sich vielleicht, oh nein, der hat sich bestimmt wieder aus einer Flasche irgendwas gebastelt, Alter. Irgendwie die Lunge explodiert, kollabiert oder so und jetzt hängt er da bewusstlos und verdorstet oder was weiß ich was in dieser Wüste da. Da haben die mich wirklich die ganze Zeit gesucht. Ja, Endwarnung, irgendwann 10 Uhr sind sie alle hierher gekommen, noch ein bisschen getalkt, gemacht, getan, ich wieder Anpfiff bekommen. Ja, aber ich konnte nichts dafür, ich dachte wirklich, die Powerbank wäre diesmal voll gewesen, irgendjemand hat sich die geschnappt. Oder so. Ja, ey, Bruder, ey. Ich konnte nichts dafür, sehr geil. Ey, höhere Gewalt, Powerbank. Also, ich weiß nicht, Alter. Ich weiß, wir sind ja nicht das erste Mal, dass wir uns treffen. Und das erste Mal, wo wir uns alle zusammen getroffen haben, war in Essen. Und wo sich dann über diese 2 Tage rausgestellt hat, er hat seine Medikamente überhaupt nicht dabei. Er hat seine Zähne überhaupt nicht dabei. So, wo ich mir so denke, Bruder, zumindest deine Medikamente, die du täglich fürs Herz nehmen musst, solltest du vielleicht mitnehmen. Was ist los mit dir? Scheiß mal auf Zähne, aber. Also, was geht bei dir ab im Kopf? Manchmal frage ich mich, aber du weißt. Monitor, alles bei gehabt. Ja. Jeden Adapter, jeden Anschluss, jedes Kabel, alles war doppelt und dreifach am Stand. Also. Ja, hattest du nicht sogar Dominik bei? Wer hatte Dominik bei? Das war Marcel. Marcel hatte Dominik bei.
Ja, im Endeffekt, das war wirklich ein schönes Ding. War viel zu kurz, ein Tag. Zwei Tage wäre echt, glaube ich, top gewesen, Alter. Ja, ich bin aber heile rausgekommen. Und mir geht's gut. Meine Frau meinte so, ja und? Hast du jetzt über dein Leben nachgedacht und bist jetzt auf irgendeine Erkenntnis gestoßen? Was hast du gesagt? Bitte sag mir, was du gesagt hast. Ich habe nichts Ernstes gesagt. Ja, ich habe viel nachgedacht, viel gechillt. Erstmal ein Nachdenken. Alter, ich glaube, du hast einfach nur im Wald gesessen und die Bäume gezählt. Oh, da war kein Wald. Das war wie so eine Wüste, musst du dir vorstellen. Und in dieser Wüste führt so ein kleiner Bach lang. Das war kein Wald. Irgendwas eine Dorfwüste. Bruder, Alter, der hat einfach so Ebene, Gebirge. Der hat einfach alles da bei sich, Scheiße. Ja, wie gesagt, das ist eine Kieskuhle. Das ist einfach so ein, ja, so eine, so 2 Kilometer mal 2 Kilometer Sandberge und ganz viele Sandflächen. Und dazwischen lief so ein Bach lang. Wie so ein chillige Oase war das für mich in dem Moment. Nur für mich. Spannend. Wir sind alle froh, dass du überlebt hast. Ja. Ja, man, war gut. Ja, spannend, dass man bis 4:30 nachts wach ist, ohne sich ein Feuer zu machen. Das ist auch neu für mich. Also beide Geschichten waren sehr, sehr neu für mich. Aber man lernt nie aus. Also ich bin überrascht. Dass jemand kein Feuer macht, oder was? Nein, dass du es geschafft hast auch. Ja. Wie man sieht, deine ganze Familie und Freunde, die haben alle nicht damit gerechnet, dass du lebend wieder zurückkommst, so, ne? Oh, Scheiße, die haben sich wirklich echte Sorgen gemacht, Alter. Ja, nachvollziehbar, Bruder. Beim letzten Mal hättest du dich schon wieder fast umgebracht, du. Aber ich weiß nicht. Er wacht einfach so auf. Oh, die Sonne ist ja schon fast weg. Ja, ich fahre jetzt mal nach Hause. Ich hol mir noch einen Döner. Da kommt er wie so ein Survival-Experte. So, ich bin aufgestanden, hab gesehen, die Sonne ist ungefähr in der Mitte des Himmels. Es könnte so gegen 12, 13 Uhr sein. Das Ding ist, es gibt ja so einen Move, Alter. Da musst du so einen Stock irgendwie in den Boden rammen und dann kannst du ja die Uhrzeit ablesen. Aber dafür musst du, glaube ich, die Himmelsrichtung kennen. Und ich wusste einfach erstmal. Heißt Sonnenuhr, was du meinst. Ja, genau. So ein richtig geiler Lifehack ist das. Wenn man ihn drauf hat. Alter, den haben die Ägypter erfunden, als sie keinen Bock mehr auf ihre Digitaluhren hatten. Oh Mann, ey. Ja, vielleicht war ein Tag zu kurz so, ne? Und dein Resümee ist jetzt, es war wirklich gut? War wirklich so, war das so erfüllend, wie du dir gehofft hast, wie es erfüllend war oder nicht? Ja, aber nur zu kurz. Also für den Zeitpunkt, wo ich es gefühlt habe, war es echt genau das, was ich wollte. Ruhe, nichts um mich herum, kein mit einem Hund rausgehen, keine Kindesverantwortung, kein morgen früh wieder aufstehen, den irgendwie wecken, dahin bringen, irgendwas, keine Ahnung. Nur ich selbst, mit mir selbst, nach meinen Regeln, wann ich will, wie ich will, wie ich Bock hab. Allein sein ist schon mal auch richtig geil, ne? Ich hatte das Gespräch, also via Voicemail mit Dr. Hogan jetzt, gestern oder heute. Und also allein sein ist auch schon mal so richtig, richtig cool. Gerade wenn man so ADHSler ist. Weil die ganze Zeit hat man ja das Gefühl, irgendeiner will was von mir. Ich muss jetzt funktionieren. Auch wenn Leute einfach nur anwesend sind, bist du immer in dieser Hab-Acht-Stellung. So. Und dann mal allein zu sein. Boah, Junge, das ist also eins der geilsten Gefühle, die es gibt. Ja. Wie du es auch letzte Woche mal erwähnt hattest, wie Kinder einen die ganze Zeit strapazieren können und wo du die ganze Zeit Augen drauf haben musst, Ohren hinhalten musst und dies, das alles. Deswegen ist das wirklich, wenn ich da komplett alles ausblenden kann, ein Jackpot gewesen. Komplett. Ich sag auch ehrlich, ne, das ist auch was ich vermisse. Also ich finde diese Zeit alleine wichtig so. Allgemein für Menschen ist das, jeder Mensch sollte sich Zeit nehmen für sich und auch alleine so komplett mal für sich. Weil damit du auch mal in dich reinhören kannst und keinerlei Ablenkung hast so. Aber das ist was ich vermisse, weil weißt du, wenn ich früher geballert habe oder so, ja, dann war die Zeit zwischen, was weiß ich nicht, 23.30 Uhr und 4 Uhr war meine Zeit, weißt du, da waren alle am Schlafen, da hatte ich das Wohnzimmer, die Küche, da hatte ich alles für mich, war ich komplett alleine, konnte ich machen, was ich wollte. So, das ist ein bisschen, vermisst man manchmal ein bisschen, ne? Also da muss man sich bewusst nehmen inzwischen, so eine Zeit. Aber ich finde es auch geil, du kannst es ja auch so machen, ne? Entschuldigung, Roman. Du kannst es auch so machen, du musst nicht ballern dafür. Das ist aber was ich mit Ballern verbinde.
Ich verbinde diese Nachtzeit, wo alle schlafen und ich da bin, ist, verbinde ich so, ist das Konsum, irgendwie, das verbinde ich alles miteinander. Schön, dass du eine neue Art entdeckt hast, die Maiskolbenpflanze, die aus dem Wasser kommt. Finde ich mega. Bro, was ist das? Das ist so ein Stängel gewesen, da war oben so ein brauner Klopp. Ja. Das war, das sieht so künstlich aus, ich kenne die nicht bloß. Wie heißt das denn nochmal? Aufbricht, dann, wie Wolle kommt dabei rum, so, weißt du, so, die sind richtig. Rohrkolben oder sowas, weiß ich nicht. Ich such mal in der Zwischenzeit raus. Nein, such's nicht raus. Wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt's uns bei Spotify in die Frage, in den Fragensticker rein. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir Botaniker unter uns haben. Okay, das war wahrscheinlich das Highlight der Woche bei dir, ne? Ja. Suchaktionen und so. Haben die schon so Hilfstrupps gegründet und irgendwie das Gebiet in irgendwelche Quadrate eingeteilt? Ja, oder haben die schon gesplittet? Wie gesagt, der eine mit Roller ist da lang gefahren, wo das Auto nicht lang kam. Und dann haben die sich da schon so ein bisschen organisiert. Wo bist du? Ich verstehe das nicht, wie dir das immer alles passieren kann. Das kann doch nicht mehr. Also das ist doch Selbstsabotage, habe ich letzte Folge schon gesagt. Ich habe das Gefühl, vielleicht unterbewusst sabotierst du dich einfach regelmäßig selbst. Und trotzdem an der Stelle eine Hörernachricht. Marcel hat letzte Woche gesagt, ich frage mich manchmal, ob du ein bisschen dumm bist. Wir wissen alle, wie es gemeint war. Es ist freundschaftlicher Humor untereinander. Und trotzdem kam eine Hörerstimme, die gesagt hat, ey, also der Ton hat mir beim Zuhören wehgetan. Und deswegen soll ich bei dir nachfragen, Adriano, ob das für dich in Ordnung war. Bro, also wenn wir jetzt noch nicht mal unter uns so ein bisschen wie heißt das deutsche Wort dafür? Ich kenn's gerade auf Englisch. Spaß. Rude, wie heißt das? Ficken heißt das. Ein bisschen grob reden. Ich habe damit kein Problem, alles cool. Okay. Liebe Hörerin, lieber Hörer, damit ist die Antwort gegeben. Punkt. Ich spaß mir jetzt, mich zu entschuldigen. Period. Period. Nein, alles cool. Was war dein Satz, Dickerchen? Meiner? Ja. Mein Satz war, ich weiß nicht, ob es an den fehlenden Drogen liegt oder an den Haaren. Er sieht gut aus. Guck mir den mal an. Ja, ich sehe fresh aus. Soll ich einfach mal weitermachen? Bitte. Ja. Also mein war viel los. Ich habe hier echt viel auf dem Zettel so. Ich fange mal vorsichtig an. Ich hatte am Samstag ein Fußballturnier. Das war so ein Ding, weißt du, bei meinem Sohn im Fußballverein war so eine Art, das hieß Kuddelmuddel-Turnier, ne? So. Da hat der Verein sich überlegt, so alle zusammen, alte Herren, Bambinis, Eltern, Kinder, so und dann gemischte Mannschaften und ein riesiges Turnier mit allem Zip- und Zap-Grillen. Voll toll. Cool. Ich habe mir schon vor Monaten gesagt, nee, ich trage mich da nicht ein. Erstens, wer mich kennt, Verletzungsgefahr. Zweitens, weiß nicht, mit Arbeit und so, da ist auch wieder alles Stress. Muss ich mir den antun? Nee, vielleicht nicht unbedingt. So, ich bin ja dann trotzdem da, ne? Mhm. So, dann habe ich aber gesehen, dass sich da alle eingetragen haben, ne? Sogar mal die ganzen Frauen, die ganzen Mütter und so haben sich eingetragen. Da habe ich gesagt, ey, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ey, wenn da, wenn meine Frau da steht und sich eingetragen hat zum Fußballspielen, dann trage ich mich da aber auch ein, ne? Habe mich eingetragen. So, das ist Monate voraus gewesen. Da haben sich alle nach und nach wieder ausgetragen. Ja, und ich sitze freitags auf der Arbeit, total gestresst, und dann kriege ich hier eine WhatsApp-Nachricht, so 12.40 Uhr, erstes Spiel morgen. Was? Egal, okay, komm, ne, Fußballschuhe geliehen, geguckt, in welche Sportsachen nicht noch reinpasst, hab gedacht, komm, ist egal, ich habe zwar auch Dienst, so, hab meiner Frau das Handy gegeben, hab gesagt, wenn einer anruft, was weiß ich nicht, was, sag mir Bescheid oder wie auch immer. Fußballturnier gezockt, erstes Spiel, gut, 5 Minuten gemerkt, scheiße, Alter, ich habe gar keine Kondition. Also so gar nicht mehr. Ich bin so nach 10 Minuten wirklich tot. So tot. So, ich kann 6 Liter trinken und ich habe trotzdem trockenen Mund, so richtig fertig. Aber egal, hat Spaß gemacht auch. Hat einfach Spaß gemacht, weil das ja nicht ernst war. Das war ja so ein bisschen spaßig auch, ne? Drittes Spiel, ich springe in so einer anderen Mannschaft ein, wo einer fehlt. Ich sag, kein Problem.
ich auf der rechten Seite gegen so einen 20-Jährigen. Ne? Super Talent, wusste ich aber bis dahin nicht. Ich denke mir, den kleinen Eumel, Alter, den laufe ich weg. Also den, weißt du, zur Not stelle ich einen Körper rein, Alter. Der ist mir einfach weggelaufen. Der ist mir weggelaufen. Und aber so weggelaufen, dass ich mir gedacht habe, ey, nicht euer Ernst. Ich bin nicht der Schnellste, das ist mir bewusst. Ey, aber ich bin auch nicht langsam. Ey, der ist mir weggelaufen. Ich kam nicht hinterher. Ich kam mir vor wie ein kleines, dickes Kind. Ehrlich, ich kam nicht mit. So habe ich irgendwann zu denen gesagt, komm, mach mal ohne Rennen, Bruder. Ne? Komm, lass mal so ein bisschen machen. Ne? Ja, okay, sagt er, komm, machen wir ein bisschen mehr Körper. Ne? Und dann hat er mir ein paar Mal den Ball hoch, runter, rechts, links durch die Nase gezogen. Ne? Und dann haben wir Körper ein bisschen gemacht, Alter. Und da habe ich einen von dem in die Rippen gekriegt. Ich habe gehört, dass er geknackt hat, weißt du? Genauso wie beim letzten Mal, wo ich Fußball spielen war. Und dann habe ich da so am Spielfeld dran so. Und alles gut? Ja, alles gut. Nur kurz so. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall, laufe ich schon wieder seit 4 Tagen mit wahrscheinlich geprellten Rücken rum. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auf jeden Fall kaum bewegen ohne Schmerzmittel. Also ich kann auch nur auf einer Seite schlafen. Ich kann nicht lachen. Ja, richtig geil. Alter. Die Behindertengruppe Sonnenschein am Start, Alter. Ja, ist so. Ey, richtig schlimm. So, da kannst du, und alle haben nur gelacht, was auf der Arbeit. So, kommst du Montag wieder nicht, weil du Rippen kaputt hast? Und ich so, hey, die Fresse. Und was ist, Alter, Samstag sitze ich da. Das ist doch total geil. Ich stelle mir gerade vor, das erinnert mich an so einen Film, so Adam Sandler-mäßig, wie so ein alter, also ein älterer Typ, seine Jugend noch so ein bisschen so, ey, früher war ich voll gut, so, ich muss das akzeptieren, ich kann das. Und dann ist da so ein junger Neuer, der dich komplett abzieht, dann ja. Sagst du noch so, ey, Bro, lass mal ruhig machen, mach körperlich, hast du keine Chance gegen mich, mach körperlich. Bam! Ja. Und er kann auch, er hat gemerkt, oh, da war vielleicht ein bisschen hart, ne, so alles gut. Ja, sicher, passiert halt, ne, ist halt Sport, was willst du machen? Wir spielen ja keinen Federball, ne. Ich habe ja selber gesagt, lass Körper machen, lass nicht auf Geschwindigkeit gehen. Hatte ich mir anders vorgestellt. So, Thema abgehakt, damit schlage ich mich jetzt also momentan rum. Was heißt überhaupt, das ist kein Federball? Ich war damals im Badminton-Verein. Das ist richtig hart. Das ist richtig. Ich schwöre dir. Ja, willst weißt du, da der Körpereinsatz? Ist da Körpereinsatz beim Batman? Alter, ja, natürlich. Weißt du, was für ein Körpereinsatz sogar, wenn die Dinger richtig fliegen? Das ist nicht nur hier in die Luft schlagen, sondern du schlägst ja richtig, richtig krass. Ja, aber du hast doch kein 1 gegen 1. Du hast doch nicht den Körper, der du dir mit deinem Mitspieler auf. Hast du auch? Nein, im Leben nicht. Nein, Bruder, du spielst ja nicht auf einem Feld. Hallo, Ruhe jetzt mal kurz. Hallo, Federball, ist okay, das ist anstrengend. 2 Leute genau teilen sich doch ein Feld. Jeder hat eine Hälfte. Und dann machst du Körpereinsatz gegen deinen eigenen Mitspieler, oder was? Was er meint, ist Kontaktsport. Ach so, er meint Kontakt. Er meint Kontakt. Ja, dann muss er das auch so ausdrücken. Wie auch immer. Ich weiß, dass solche Sportarten anstrengend sind. Ich bin professioneller Tischtennisspieler. Ich weiß, dass sowas richtig anstrengend ist. So. Aber ich meine halt diesen Körpereinsatz, weißt du? So diese Kontaktsport, wie Roman sagt. Ja. So. Ich bin professionell. Ich ziehe euch alle ab. Jeden Hörer, der das hört, Alter, ich ziehe euch alle ab. Ist mir scheißegal, ob auf Steinplatte draußen oder auf große Platte in der Halle. Ich mache euch platt. Dann lass du endlich mal wieder treffen. Ja, so, pass auf. Abgehakt. Nächstes Tag. Ich hatte Geburtstag. Ich hatte, das heißt, am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Diese Woche? Sonntag hatte ich Geburtstag. Ich gratuliere nicht, weil es ist ihm egal eigentlich. Natürlich, ja. Bro. Und danke. Das ist mir viel wert jetzt. Pass auf, und ich hatte mir für dieses Jahr Geburtstag was selber was versprochen. Ich habe mir selber was versprochen. Wer sich erinnert, ich habe bei dem letzten Geburtstag meiner Kinder habe ich mir gesagt, okay, passt auf, das mit den Kindern, dass hier die ganze Familie kommt und Kaffeekuchen und so dies und das, das kann ich nicht ändern, das ist einfach so. Aber ich bin erwachsen und ich kann für mich die Grenze setzen und sagen, an meinem Geburtstag möchte ich das nicht. Bei meinem Geburtstag stehen meine Belange dann an erster Stelle, für mich persönlich. Ich stecke immer zurück, aber an meinem Geburtstag möchte ich nicht, dass hier einer aufschlägt. Ich will hier keinen sehen, habe ich gesagt. Perfekt, klar, meine Eltern kamen. Ist okay. Die kamen aber auch nur kurz, ein halbes Stündchen, Kaffee trinken, zack, weg. So. Alle anderen haben sich dran gehalten, fand ich tipptopp. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe mir auch nichts gewünscht so und habe dafür dann doch irgendwie so, weißt du, meine Kinder haben mir ein Parfüm geschenkt und so weiter. Das war schon alles toll. Und das Tollste an meinem Geburtstag ist eigentlich, dass sich meine Kinder freuen. Die sind schon am Tag vorher aufgeregt, die sind an dem Tag selber aufgeregt, die sind den ganzen Tag aufgeregt. Und für die habe ich auch so ein bisschen so getan, als würde ich mich auch freuen über den Tag, so, weißt du? Weil du willst ja auch nicht derjenige sein, der diese Kinder-Euphorie so bremst und sagt so, ich scheiße auf meinen Geburtstag. So, weißt du? Deswegen hast du ein bisschen mitgespielt, aber ich war
das war echt alles gut. Und ich muss sagen, das hat meinen Tag viel besser gemacht. Wirklich jetzt. Schon allein das. Ich hasse meinen Geburtstag eigentlich, mag den Tag nicht so, weil so irgendwie, ich mag das irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Aber irgendwie war das gut. Das hat mir gut gefallen. Weil es da um dich geht. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich mag das halt nicht. Und das hat mir gut getan. Und das mache ich weiter. Ich möchte an meinem Geburtstag keinen sehen. Wenn meine Eltern kommen, um mir ein Geschenk zu schenken, okay, gut, freue mich. Und ansonsten wollte ich mit meiner Familie essen gehen. Wir haben uns dann aufgrund des Wetters doch entschieden, wir bestellen uns einfach richtig, 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 richtig fett viel Fastfood, hängen auf der Couch rum, gucken Film und fressen. Auch war schön. Gut. War schön. War toll. Fühlig. Schön. Herzlichen Glückwunsch, dass du dir da diese Grenze gewahrt hast und die auch umgesetzt hast. Nach dem, was du letztes Jahr hast. Ja, ich musste mir natürlich, viele Leute haben so dieses, man kennt das, so, du sagst was und dann also, ja, wir wollten ja nicht, dass du, ich wollte dir ja eigentlich nicht mal gratulieren, du magst, ja, du mach, was du nicht lassen kannst, ich möchte aber keinen hier sehen. Der Rest ist mir scheißegal. So. Und das finde ich gut und vielleicht ist das auch dieses gute Gefühl, was ich gekriegt habe, weil ich eine Grenze für mich gesetzt habe und die selbst eingehalten hat. Passiert selten. So. Ich glaube, das ist das auch. Aber gab es danach jetzt nochmal ein Treffen oder war das dann jetzt einfach, die dürfen nicht kommen und sind auch danach nicht mehr gekommen? Ich will keinen hier. Warum sollte denn am Tag danach jemand kommen? So? Weiß nicht, vielleicht dachte ich mir, nur an deinem Tag, so weißt du? Nein. Das geht nicht um den Tag an sich, das geht einfach um, ich mag das nicht so, wenn die alle da sind. So. Ja, um das Event, genau, um das Event Geburtstag des Marcel. Ja, yeah. Kann ich nie haben. So abgehakt. Zwei Kleinigkeiten noch. Erste Sache ist, dann war Einschulung meiner Tochter. Das war insofern stressig, weil eine Einschulung ja nicht ist, du kaufst deinem Kind einen Tornister, dann gehst du dahin, erklärt, zack, 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 schön, sondern das ist unheimlich viel Aufregung in dem Kind, unheimlich tolles Erlebnis. Das Kind, weißt du, meine Tochter hatte so ein Einhornkleid an und so leuchten, die durfte sich selber ja was aussuchen, weißt du, was die anziehen will. Und die hat so ein Einhornkleid und so leuchtende Einhornschuhe und so. Und ich bin einfach dahin geschmolzen, sagen wir, wie die ist. Die kann mich sowieso im Finger wirklich mal alles für die, weißt du? Aber an dem Tag so, oh. Der einzige Haken an der Sache war, ich bin ja momentan über Arbeit wieder so der Chef. Und ich habe dann aber auch einfach ohne Absprache mit irgendwem, habe ich gesagt, ich arbeite an dem Tag zu Hause. So. Und nehme ich dann zwischen 9 und 11 zwei Stunden raus, dass ich damit zu der Schule kommen kann und mir das alles angucken kann. Und danach arbeite ich halt weiter und danach machen wir dieses, danach gibt's ja dann immer noch so ein Nachmittagsdannwürstchen und da kommt dann die ganze Familie zusammen und so. Hat so semi-optimal geklappt, weil genau diese Zeit halt die Stoßzeit ist, das Telefon hat nicht stillgestanden und ich konnte es auch nicht lassen. Ich hätte ganz normal einfach sagen können, so, who cares, die ganzen E-Mails arbeite ich später ab und all sowas. Ich konnte es nicht lassen, es ging nicht. Ich habe diese innere Unruhe gehabt, diesen inneren Druck, den mir gar keiner macht, den habe ich mir selber gemacht. Die E-Mail jetzt beantworten, den Auftrag eben schnell eingeben. Okay, der wartet jetzt auf das, da muss ich jetzt aber auch. Da habe ich gemerkt, so bei solchen Sachen kann ich nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Da geht nicht. Ich muss irgendwie dann sagen, entweder hip oder hopp. Aber dieses auf zwei Hochzeiten tanzen, das hat mich mega gestresst und mega fertig gemacht. Kompletter Momentkiller, ne? So einen schönen Tag. Absolut. Ich habe mich gefreut und so, aber ich habe es nicht emotional gefühlt, weil ich mit dem Kopf nicht so richtig da war. Das ist das, ne? Was wäre gewesen, wenn du das Handy für die Zeit nicht mal mitgenommen hättest? Naja, da stellen ja Kunden drauf, ne? Ja, okay, aber wenn du sagst, du bist für 2 Stunden nicht erreichbar oder für 3 Stunden nicht erreichbar, dann bist du für 3 Stunden nicht erreichbar. Es wäre, ich hätte definitiv hätte Möglichkeiten gegeben. Telefon aus, irgendein Arbeitskollegen sagen, nimm die Rufumleitung raus und nimm die Bestellung auf, hätten die wahrscheinlich auch gemacht. Das ist eher so dieses, auch so dieses, keiner hat mich gezwungen, keiner kann mehr was, so, ich kann den Laden dann auch später alles organisieren, so. Ich habe zwar gewisse Deadlines, an die ich mich am Tag halten muss, so, aber das war ich selbst. So, das habe ich schon gespürt, weißt du? Und in dem Zusammenhang ist mir nämlich auch was passiert, was mir in den letzten 11 Jahren mit meinem Sohn nicht passiert ist. Und ich weiß, ich werde das bereuen. Jetzt sitzen wir da einen Abend vor der Einschulung bei einem Elternsprechtag fürs Kind, was noch gar nicht da war, was noch gar nicht eingeschult ist, aber sitzt in der Klasse. Muss mir erstmal anhören, das wollen wir, das müsst ihr bezahlen, hier brauchen wir Geld, da, wo du so denkst, Alter, was ist mit euch? Soll ich euch einfach jeden Monat 1.000 Euro überweisen? Sind wir dann quitt? Ist das in Ordnung oder was? Ne, ehrlich jetzt, die wollen nur Geld. Ich will nur Geld. Echt? So? Ja.
Und pass mal auf, dann ist mir was passiert. Dann sitze ich da hinten, ne? Und dann kommen da so komische, wie heißen die? So, da sind ja auch immer so gewisse Leute, die dann so, ja, wie heißt das denn jetzt nochmal? So eine Elterngemeinschaft oder so. Da sind so Leute, die sich engagieren und die machen aber auch viel für die Kinder. Ja, sowas. So Zirkus organisieren die und da musst du, da kannst du aber auch bezahlen. Da kannst du auch Spenden hin und sowas, ne? Ja, nee, nicht Elternvertretung, keine Ahnung, irgendwie so eine, das weiß ich nicht, ich habe nicht richtig zugehört. Auf jeden Fall war die Olle mir richtig unsympathisch. Weißt du, weil die dann schon so sich dahingestellt hat und so gesagt hat, so von wegen, ja, und wenn wir da nicht genug Leute finden oder wenn wir niemanden haben für den Vorstand so, dann ist im September Ende und dann ist ab Oktober, gibt's das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. So, wo dann einige, wo dann so irgendwie so alle, Entschuldigung, bleib mal locker, Alter. So, man müssen wir Schule zumachen oder was, wenn wir keinen Elternvertreter irgendwie so. Und ich konnte auch meine Fresse nicht halten, weil mich hat so aufgeregt hat, die Art und Weise, ne? Natürlich. So, irgendeiner fragen, da sehe ich auch eine Frage. Ich sag so, da habe ich nur ganz normal gefragt. Ne, aber gut, war vielleicht ein bisschen schnippisch in meiner Art und Weise. Dann habe ich gesagt, Sie haben ja wahrscheinlich auch Kinder. Ich habe auch zwei Kinder. Ich bin voll berufstätig, meine Frau ist berufstätig. Ich bin froh, wenn ich das irgendwie organisiert bekomme, mal zum Friseur zu gehen. Was sind denn das für Aufgaben, die diese Person übernehmen müsste? Da ist eigentlich ganz einfach, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist eigentlich nur ein Zeitaufwand von einer Viertelstunde und so. Und so, ja, ich sagen Sie mir doch mal konkret, was dazu, also geben Sie mir mal so ein paar Sachen, dass ich das einschätzen kann für mich. So, ja, ja, die Geldeingänge buchen und die Konten überprüfen, ob die und so, wo ich mir so denke, Alter, bin ich Buchhalter oder was? Was erwartest du? Ich habe da meine Fresse gehalten und gar nichts gesagt, ne? Und dann ging das los. Dann fragt die Klassenlehrerin so, ja, und jetzt müssen wir natürlich noch eine Elternvertretschaft wählen und so. Wer möchte das denn machen? Das müsste ein Hauptverantwortlicher und eine Vertretung müssten das sein. Die so ein bisschen immer helfen und so ein bisschen organisieren, so ein bisschen mit und so. Meldet sich einfach immer noch keiner. Alle gucken weg, so, ne? Diese typische bitte, sag's nicht. Oh, mach's nein. Nicht. Und ich habe gemerkt, solche Situationen sind mir mega unangenehm. Und normalerweise bin ich der Typ, der die Stille bricht. Also, weißt du? Und in dem Fall habe ich mich gemeldet. Und meine Frau ne, hat sich schon so, oh nein. Jetzt bin ich einfach erster Elternvorsitzender in der Klasse meiner Tochter. Scheiße. Oder ich bin froh, wenn ich 3 Zahnarzttermine in a row hinkriege. Und jetzt soll ich da derjenige sein, der da beim Grillfest oder was sagt, so, wir brauchen noch jemand für den Grill. Macht noch jemand Nudelsalat? Ey, an deiner Stelle hätte ich mit offenen Karten gespielt. Ich versuche seit 7, ich habe nächste Woche eine Challenge. 7 Tage ohne Zeit. Ich mache es gerne, aber seid ihr sicher, dass er mir die Kohle anvertrauen ja, wollt? Ich habe nur gesagt, so, ich habe dann aber auch direkt zu allen anderen Eltern gesagt, die kennen mich ja noch gar nicht. Ne, jetzt kennen sie mich. So von wegen so, falls hier irgendeiner sich beschwert, dass das irgendwie daher nicht läuft oder so, ne, möchte ich kurz daran erinnern, dass sich keiner von euch gemeldet hat. So, weißt du? Da hat sich dann noch eine andere Trulle gefunden, die gesagt hat, komm, weißt du was? Mitgegangen, mitgefangen, ich helfe und so, wir machen. Ich bin gespannt, was da noch so bei rumkommt. Ich habe keine Ahnung. So, ich habe nicht mal diese App, worüber die alle kommunizieren. Das hat alles meine Frau. Schulfox oder wie das heißt. Hey, jetzt muss ich erstmal, Schatz, wie kriege ich denn die App? Wie heißt die App? Kann ich mir die runterladen? Brauche ich dann eine Einladung? Brauche ich dann Code? Ich weiß halt nicht. Ich glaube, ich habe mir keinen Gefallen getan. Was hast du dir angetan, Alter? Was habe ich mir angefangen? Eine Viertelstunde am Tag oder eine Viertelstunde im Monat? Ich habe keine Ahnung, was da jetzt alle. Ich weiß es nicht. Ich lasse einfach auf mich zukommen und wenn einer sagt, so, wer ist denn Elternvertreter? Dann sage ich, ja, das bin ich. Ist das geil, bin gespannt. Alter. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Move. Halt uns bitte auf dem Laufenden. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Adriano geht in Waldgeschichte. Ja, das denke ich auch. Weil ich bin absolut, ich weiß nicht, die Leute, die mich privat kennen, vielleicht die Hörer kennen mich ja jetzt über die Jahre auch ein bisschen. Ich bin nicht derjenige, der auf dem Schulfest da steht und guckt, dass dann die alle ihren Nudelsalat haben. Organisiert, dass sich vielleicht noch jemand an der Kasse stellt. Entschuldigung, ich frage jetzt nochmal, wir brauchen jemanden für den Grill. So, boah, Alter, ey. Du kannst es aber auch in einer anderen Tonalität machen. Du sagst aber hier, Kollege Klapperzahn, ja. Ab an Grill. Ja, Kollege Klapperzahn, ich bin gespannt. So, Thema auch abgehakt. So, und jetzt kommt das letzte Thema und das entscheidendste Thema und das Thema, was vielleicht wirklich nochmal was bewegt in meinem Leben. Ich habe mich wieder von meinen Instagram-Abonnenten, so wie jetzt schon 3 in den letzten 2 Jahren, dazu belatschen lassen, wieder eine Challenge zu machen.
Für diejenigen, die mir nicht auf Instagram folgen, in den letzten 2 Jahren habe ich das schon mehrmals gemacht, haben wir immer Challenge gemacht, so 7 Tage drogenfrei, 7 Tage auf irgendwas verzichten. So, dieser Ton. Und dann habe ich das beim allerersten Mal bei der Challenge dann tatsächlich ja dann auch geschafft, da war ich dann nach 3 Monate, nach dieser einen Woche, 3 Monate komplett abstinent. Ich habe nicht gekifft, ich habe nicht mal Zigaretten geraucht, ich habe Sport gemacht. Stimmt. So, dann ist halt wieder alles eingebrochen. Wir haben die Challenge nochmal gemacht. Die habe ich dann auch irgendwie nach dem 3. Tag selber nicht mehr bestanden. Aber bei den Leuten oder bei meinen Abonnenten ist da irgendwie positive Erinnerung geblieben. Und ich habe auch selber immer bei den Challenges gemerkt, boah, das gibt den Leuten da draußen so viel. Ich konnte das nicht nachvollziehen, aber das ist wirklich so. Das hilft vielen Leuten und vielen Leuten ist das eine Hilfe zu wissen, sie sind nicht alleine. Eine Hilfe zu wissen, wir machen das jetzt alle gemeinsam, ich bin nicht alleine damit. Eine Hilfe zu wissen, also eine kleine Motivation, ein Anreiz, wie auch immer. Und dann haben die, haben mir mehrere Leute irgendwie wie durch Geisterhand immer mal wieder so geschrieben, so, boah, ich würde auch mal wieder eine Challenge machen oder mach doch mal wieder Challenge und so, ich brauche das jetzt gerade. Ja, habe ich mich belatschen lassen und jetzt bin ich seit 3 Tagen komplett clean. Also ich bin jetzt in Tag 3, ich habe jetzt auch die letzten 3 Tage, nein, ich bin nicht komplett clean, ich habe Nikotin, ich konsumiere Nikotin in Mengen. Ja, aber ich benutze, ich kiff nicht und ziehe nicht und bin weg von allen illegalen Substanzen. Und das ist jetzt Tag 3 und ich bin mittendrin. Ja. Noch nicht so gut. Aber ich kenne das ja. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt irgendwie mit irgendwas aufhöre. Das war beim Speed damals so, das war bei den ganzen Challenges so, das war immer, wenn ich gekifft habe, so. Es dauert halt manchmal Tage, Wochen, Monate, bis sich alles irgendwie ein bisschen einpendelt, auch bei mir selber, bis ich selber, ich muss halt ja erstmal alles rauskriegen. Ich bin jetzt 3 Tage, habe ich nichts zu mir genommen, aber ich habe ja immer noch Stoffe im Körper. Ich schwitze nachts, als würde ich im Freibad, als wäre ich Adrianos Bettdecke, weißt du? Ich stehe morgens auf und denke, hat der Adriano meine Decke hier mit in den Wald genommen oder was? Also, erwähne aber bitte noch, dass das vom Zelten war und es geregnet hat. Nicht, dass die Leute denken, dass ich nachts mit nassen Decken schlafe oder so, weil ich schwitze. Ja, also okay. Ich schwitze noch, ich kämpfe noch, ich struggle noch. Mir fallen halt unheimlich viele Dinge auf, aber mir ist bewusst, nach der Woche ist das Ding wahrscheinlich noch nicht vorbei bei mir. Ich glaube auch, dass, also ja, glaube ich auch. Also ohne dich zu demotivieren zu wollen, ne? Nicht falsch verstehen. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn du es durchziehst. Ich glaube, das Warum wird entscheidend. Also wie immer. Warum willst du das nicht machen? Also 7 Tage schafft man mal. Einfach, also schafft jeder irgendwann mal mit Willen. So, ne? Vielleicht auch mal irgendwie ein Vierteljahr oder sowas. Aber ich glaube, wichtig wird, das Warum zu wissen und auch zu fühlen. So, ey, deshalb mache ich das nicht in diesen Konsummustern. Deshalb kümmere ich mich um mich, damit ich nicht in diese Stresszone gerate. Aus den Gründen. Ich glaube, das wird wichtig. Ich muss ja mal für die Hörer auch dazu sagen, es ist natürlich aber auch ein Unterschied bei den Substanzen bei mir. Ne? Bei Amphetaminen, das war eine ganz andere Abhängigkeit. Ich konnte die Finger nicht davon lassen, täglich über Jahre. So. Weed ist was, da konnte ich immer noch meine Grenzen einhalten. Ich habe abends meine 1-2 Jones geraucht. Nichtsdestotrotz ist da eine gewisse Abhängigkeit oder Gewöhnung. Weißt du, wenn du das über Jahre machst, was will ich denn erzählen? Weißt du? So. Also brauche ich keinem was vormachen, da würde ich mich selbst belügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte da ist eine gewisse Abhängigkeit da. Aber die hat halt komplett andere, da sind 2 verschiedene Substanzen, 2 verschiedene Wirkungen, 2 verschiedene Muster auch in meinem Verhalten. Und das, der Anreiz, das jetzt zu starten, war natürlich von außen. Und von außen ist eigentlich nicht so optimal, weil sowas muss von innen kommen. Weil du dann früher oder später nämlich an den Punkt kommst, wie Roman sagt, dann fallen dir die Gründe gar nicht ein, warum du das alles machst, und dann ist halt auch ruckzuck alles wieder eingerissen. Was ich aber bei den letzten Challenges immer wieder gemerkt habe, und da garantiere ich euch, wird das dieses Mal auch so sein, ich fange das jetzt an, will mich da auch durchbeißen für meine Leute und für mich, so, weißt du, so, weil ich will, ich will eine Challenge starten oder was und bin selber am 2. Tag rückfällig, was ist denn das? So, weißt du, man muss auch ein bisschen,
du musst auch ein bisschen Pfeffer dann reinmachen. Du musst auch ein bisschen ernst machen. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, diese 7 Tage zu machen. Also ich wusste, okay, da geht jetzt los. Da habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst, 7 Tage das nicht zu tun. Und nach den 7 Tagen hat sich das wieder so ein bisschen, weißt du, dann fängst du an zu träumen. Du merkst, du hast ein bisschen mehr Energie. Du bist nicht so. Und dann fällt dir wieder auf, was mir die letzten Male nach den Challenges auch aufgefallen ist. Dieses, oh, das, selbst diese 1-2 Joints abends, die halten mich doch auf. Also die sorgen doch dafür, dass ich, also ich bremse mich damit. Und diese Vorteile sehe ich aber dann erst, wenn ich jetzt mal wieder ein paar Tage durchziehe. Und ich werde nach den 7 Tagen da sitzen und werde mit meinen Abonnenten zusammen ein Resümee ziehen und sagen, hat's das jetzt gebracht? Was hat das gebracht? Wie hast du dich gefühlt? Positiv, negativ, so, dies, das, Ananas. Und ich garantiere euch, ich werde auf meiner Liste Dutzende mehr Punkte dafür haben, das weiter sein zu lassen. Weißt du? Das ist geil. Wenn du sie dann aber noch jetzt, irgendwann fühlst. Ja, aber wie gesagt, jetzt, das sind alles Dinge, die werden kommen. Jetzt bin ich an Tag 3 und den ziehe ich durch. Und so Gott bewahre, inshallah, wird morgen auch ein Tag, wo ich straight stark bin und da durchziehen werde. Und dann wird sich das alles ergeben, ne? Du hast auf jeden Fall was Geiles gesagt. Also, ne, Leadership, wenn ich die Challenge anleihe, so, dann muss in Anführungsstrichen ich auch vorangehen, obwohl wir natürlich alle Menschen sind. Aber ich glaube, das ist natürlich ein Grund, also das kann ein Warum werden für die Zukunft. So, hey, mit gutem Vorbild voranzugehen für die Community, für deine Community, für die Clean Community, als Identifikationsperson, ne? Ja, ich denke auch. Also ich merke ja jetzt schon, es hat einen positiven Einfluss. Aber es ist halt noch, ich bin halt noch in dieser Kampfphase. So, weißt du, ich brauche mir auch nichts vormachen. Ich sitze da abends noch und fress 6 Kilo Pistazien, um mich irgendwie abzulenken und zock 17 Runden FIFA, bis ich müde bin und einschlafe. So, ich versuche momentan, ich bin noch nicht in dem Modus, dass ich sage, geil, Alter, ich habe mein Leben wieder so mit Leben gefüllt, dass ich da jetzt gerade gar keinen Bock habe zu kiffen. Ich habe noch Bock, sind wir ehrlich. So, faszinierend ist, was mir aufgefallen ist, seitdem ich mich dazu entschieden habe, nicht zu rauchen, denke ich bereits morgens ans Kiffen. Und das habe ich eigentlich nicht. Also ich kiffe jetzt morgens nicht, ich kiffe abends, wenn alle im Bett sind, so, weißt du? Aber merkwürdigerweise kaum habe ich mich dazu entschieden, also gehen da in meinem Kopf Mechanismen los. Wisst ihr, Roman, die brauchst du nicht erklären, du weißt, das sind, diese Mechanismen der Sucht sind da. So, weißt du? Und wenn ich mich dem Ganzen stelle, natürlich kommt da einiges bei raus. Und da kommt plötzlich, habe ich morgens, denkst du, boah, Alter, ich würde schon ganz gerne vor der Arbeit sogar anrauchen. Also mir fehlt was. Ich merke diese Leere in mir, so dieses, was machen normale Leute? Ich rauche 20 Kippen am Tag, Kippen schmecken nicht, Alter, das bringt ja überhaupt nichts, ey. Kippen, ey, das ist wieder das nächste Thema. Ich rauche wie ein Schlot und denke mir die ganze Zeit, toll, schmeckt nicht, bringt mir nichts. Ja, das kommt. Wir werden sehen. Beste Grüße an alle meine Abonnenten da draußen, die jetzt gerade bei der Challenge bei Tag 3 sind. Ich bin mega stolz auf euch und wir ziehen das zusammen durch. Und es ist unfucking fassbar, wie viele Leute mir täglich schreiben. Also wie viele Leute diese Challenge motiviert hat. Ich kriege ständig Bilder von irgendwelchen Leuten, die ihre Bongs kaputt gemacht haben und ihre Sachen weggeschmissen haben und sagen, ich, Bruder, du bist so ein Vorbild und so und ich ziehe jetzt durch und ich habe lange überlegt und das war jetzt ein Zeichen Gottes, dass du das so gemacht hast und so. Inshallah. So, es ist merkwürdig. Crazy, Alter. Ey, aber es war ein geiler Impact, ne? So könnte schlechter sein. Ja. Das war bei mir los, also relativ viel los so, aber ich bin momentan eigentlich ganz geil dabei. Roman. Hey, was habe ich für einen Satz gesagt am Anfang? Was war dein Satz? Oh, ganz schön viel oder so, ne? Ja. So schnell, in einer Woche, so viel. Ja, ich habe, also fangen wir mal anders an. Fangen wir mal freizeittechnisch an, weil ich habe auch das Gefühl, ich rede zu viel über mein Unternehmen. Ich mache seit 9 Tagen jetzt jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen Frühsport. Ich habe damit niemandem drüber geredet, großartig. Und ich habe es auch nicht gepostet. Ich mache es einfach. Geil.
Und ich werde es auch weiter so machen, dass ich das nicht poste. Ich will das als Routine etablieren. Da stehe ich morgens auf, mein Wecker klingelt um 8, der ist auch schon automatisch drin, den brauche ich eigentlich nicht mehr. Um 8 Uhr mache ich die Augen auf, das ist so. Und dann gehe ich runter, kipp mir einen halben Liter kaltes Wasser ins Gesicht, danach trinke ich ein Glas und dann mache ich so eine Mobilitätsübungen, 10 Minuten, und dann mache ich eigentlich nur so Grundübungen, weißt du? Kniebeuge, Ausfallschritte, Liegestütz, Plank und dann Beinheben im Liegen mit Zehen angestreckt. Alter, was ist anstrengend, Alter. Boah. Und ja. Ursprünglich habe ich gesagt, hey, 2 Runden am Tag. Dann habe ich damit angefangen und dachte so, Alter, 2 Runden, Alter, bist du behindert oder was? Du siehst direkt wieder über, ne? So. Also die erste Woche war ich froh, wenn ich die erste Runde geschafft habe. Und jetzt am Montag habe ich das erste Mal 2 Runden gemacht. Gestern 2 Runden gemacht. Heute habe ich das gemerkt, dass wir da mehr machen. Jenny zieht auch mit, dankbarerweise. Und heute war nur Mobilitätsübung und dafür ein Spaziergang, mal ein bisschen runterkommen. Aber mein missratener Körper hat, ich habe mich direkt am Samstag habe ich mich irgendwo hier im Nacken gezerrt, Alter. Konnte ich meinen Kopf nicht nach links bewegen. Jetzt geht's schon wieder. Irgendwie tut mir auch die Schulter. Irgendwas ist verklemmt, verzerrt, irgendwas. Und Jenny direkt, geh zum Arzt. Ich denke so, Alter, was soll ich da? Der wird sagen, halt es ruhig. Und das war's. Das lockert sich ja von alleine wieder. So. Genau so, sehe ich mich auch. Und habe dann einfach die Übung, die krasse auf den Schultergürtel gehen, habe ich einfach nicht gemacht. Aber das ist eigentlich nur das Planken. Also das ist das Einzige, was ich jetzt gestern nicht gemacht habe. Genau, das ist etabliert sich gerade mit dem Fokus, endlich wieder gesünder zu essen. Das ist ein Thema, was mich dieses... Ich kämpfe ja, seit wir uns kennen, kämpfe ich damit. Noch viel, viel länger. Stimmt, Und dieses Jahr ist noch ein bisschen... Aber ich habe Anfang des Jahres gesagt, dieses Jahr will ich diesen Scheiß in Griff kriegen. Und die Intervalle, wo ich nur Scheiße fresse, werden kürzer. Das Bewusstsein für echtes Essen wird besser. Und ja, da sind wir gerade. Auch ungefähr seit 9 Tagen. Ich baue mir Inseln ein, dass ich mir auch mal was gönne. Nur ich will von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln weg, weil ich reiß mir doch nicht den Arsch auf, um nach 21 Jahren gefährlichen Konsummustern irgendwie da rauszukommen und eine Konsumkompetenz etablieren zu wollen, um dann vorzeitig wegen beschissenem Essen zu sterben, Alter. Ja, genau. Und dann bist du fett, Alter, aber richtig ungesund fett. Ja. Also das, dann bin ich lieber drauf, ehrlich. Aber das wird nicht passieren. Also Konsumkompetenz bedeutet für mich auch das ganz ganzheitlich zu sehen. Und da gehört die Ernährung halt einfach mit rein. Ne? True. Ja, an dem Punkt bin ich gerade mal wieder, was das angeht. Wir hatten am Wochenende, haben wir uns mit Freunden getroffen. Versuchen wir jetzt wieder mehr Erlebnisse in unser Leben zu etablieren, um auch nicht den ganzen Tag an Arbeit zu denken. Kennt ihr Schlag den Raab? Bestimmt, klar, kennt ihr da. Okay. Das haben wir gespielt. Also nicht Schlag den Raab, sondern so ein ähnliches Spiel. Waren wir zu 10 in so einer Halle drinne. Da haben wir so verschiedene Spiele gespielt. Voll geil. Ja, Mann, das hat richtig Spaß gemacht. Leider sind wir nur 2. geworden. da kommt der Ehrgeiz. Ich bin bei sowas, ich kann so schlecht verlieren bei sowas. Alter, da waren so Wimmelbilder. Bruder, ey, die haben so Legosteine. 4 Bilder von Legosteine und auf einem Bild war ein Legostein anders. Das kann ich. Hätte ich auch gedacht.
Habe ich auch gedacht, Alter, nix. Eine Sache habe ich gefunden. Eins kommt. So, das sind nur vier Bilder. Genau so. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Anschließend waren wir noch was essen. Und gestern war geil. Irgendwie gestern harter Arbeitstag so. Und Jenny kam dann irgendwann nach Hause. Und dann sagst du, Alter, hast du Bock auf Kino, Schatz? Und sie so, ja, war so 20 Uhr noch was. Ich sag's, und dann gucken, sagen wir so, okay, was kommt denn? Haben wir online geguckt, okay, Mac 2 läuft. Innerhalb der Hai. Der Riesenhai oder was, ne? Ja, Megalodon, ja, ja. Und innerhalb von 5 Minuten Ticket bestellt, losgefahren und sind gerade noch so zur Vorstellung dann angekommen. Und da war wieder mal so dieses Kinderthema in mir. Ich dachte so, Alter, wie geil, dass wir in Anführungsstrichen so wenig Verantwortung haben, also für andere Leben, ne? Entscheidest was und fährst los. Hammer. Übernice. Noch kurz bei Kaufland rein, Süßigkeiten so ein bisschen geholt, damit wir was mit reinschmuggeln können, weil wer kauft denn, Alter, du wirst ja arm, wenn du da an der Decke kaufst. Alter. Glaub mal, Bruder, du kennst das auch gar nicht, wie das ist, wenn man heimlich Süßigkeiten isst, ne? So. Damit die Kinder da nicht mitkriegen, weißt du, ist so. Ja, also das war so ein Ding. Und warum ich gesagt habe, boah, ist gerade ein bisschen viel. Und jetzt komme ich doch kurz auf die Arbeit zu sprechen. Ich will es gar nicht lange ausufern, weil es auch schon echt spät. Wir sind gerade dabei, einen neuen, also ich habe mir einen Unternehmensberater und Consultant für Sucht und Ordnung beauftragt. Keine Angst, ich kenne den schon lange. Lass mich da nicht über den Tisch ziehen. Das ist mein Trauzeuge und einer meiner besten Freunde. Und der macht das okay. Der macht das seit, was weiß ich, seit 2 Jahrzehnten oder sowas. Er macht nichts anderes. Der ist super da drin. Und jetzt richten wir dieses ganze Unternehmen gerade neu aus. Langsam, sukzessive, aber doch sehr viel Arbeit, um in liquide Fahrwasser zu kommen, ohne Abhängigkeiten. Ohne Abhängigkeiten von dritten, vierten, fünften Podcasts, damit ich mal endlich aufhören kann, in so vielen Podcasts stattzufinden. Und falls das mal nicht weitergeht beim SWR, es kann ja sein, liebe Grüße übrigens an der Stelle an alle GJH-Hörer, falls das mal nicht weitergeht, und so realistisch muss ich ja sein, dann bricht mir ein halbes Jahresgehalt weg. Und es ist ja jetzt auch schon so, dass wir immer noch knapp sind. Ne? Und da müssen jetzt einfach Wege gefunden werden, wie das funktioniert. Ich werde euch da alle ein bisschen auf dem Laufenden halten. Man wird auch Veränderungen sehen. Die Webseite wird überarbeitet. Es wird ein Content-Konzept geben. Und da brauchen wir dann auch tatsächlich euch Hörer, weil wir uns, also, was mir aufgefallen ist, im letzten halben Jahr, habe ich das Gefühl, dass ich mich von der Community entfernt habe, hin zu mehr Business, mehr mit Unternehmen arbeiten und sowas. Aber das will ich eigentlich nicht. Die Hörerschaft war immer meine Base. Ja, aber Bruder, das ist auch ein ganz schwieriges Ding. Das ist eine One-Man-Show. Ich merke das selber auch. Ich kann nicht auf der einen Seite mit jedem Kumpel sein, jedem helfen und dies und das und alles beantworten und mit Zeit und Liebe da reinstecken, aber gleichzeitig abgewichst genug sein und das geschäftsmäßig führen. Kann ich nicht. Geht nicht. Es ist schwierig, absolut. Deswegen sage ich, wir als Sucht und Ordnung Universum, wo ja JAW, Junkies aus dem Web, mittlerweile auch dazugehört, werden euch Hörer bald brauchen, indem wir eine Umfrage durchführen oder verschiedene Umfragen durchführen. Und wir möchten einfach wieder mehr für die Community machen. Was sind die Themen, die euch interessieren? Und da wird dann der Content hin ausgerichtet, damit das wieder etwas für euch wird. Ne? Deswegen haben wir nämlich mit dem ganzen Scheiß angefangen. Für euch, nicht für uns, nicht für Geld. Das ist was wir als Dienst an der Gesellschaft sehen. Und genau so, da wollen wir wieder hin. Aber wir alle drei sowieso. Ja,
Wir alle drei sowieso ja auch. Keiner von uns hat wegen des Geldes gestartet. Nein. So, wir sind ja auch immer nur arm. So, weißt du, also ich mache das Ganze jetzt fast 10 Jahre auf so Social Media. Fast 10. Überleg mal. Wenn es mir ums Geld gehen würde, hätte ich schon längst irgendwie, würde ich schon längst irgendwann in die Kamera rein. Guck mal hier, und würde mir die Cola einsacken und dann hier. Aber das will ich halt nicht. Ne? Also, wenn ich wir sage, meine ich, schließe ich euch genauso ein. Ja. Da wird, also ich habe auch Hausaufgaben gekriegt. Dickerchen, Alter. Ich bin jeden Tag am Schreiben, wenn ich nicht gerade aufnehme, cutte oder organisiere. Was ganz kurz, hast du Zeit, nimmst du dir Zeit, auch zu reflektieren? Weil wir wissen ja auch, das vergisst du häufig. Du hast ja auch ein Problem mit Arbeit. Ja, mache ich. Ich meine, es ist dein Job, das darf man nicht vergessen. So, wir gehen alle arbeiten, so, das ist deine Arbeit. Das ist klar, dass du da viele Stunden am Tag reinstecken musst und du bist selbstständig. Aber ich will nur, dass du hin und wieder dir auch wirklich mal die Minuten Zeit nimmst, reflektiert, ne, und aufpasst einfach, Brudi. Digga, ja, danke. Aber das ist tatsächlich auch Teil des ganzen Konzeptes. Sich aktiv hinzusetzen und zu gucken, hey, was ist denn gerade? Wie viel ist denn gerade? Bisschen zur Ruhe kommen auch. Ich habe auch direkt gesagt, Bro, wir müssen ein kleines bisschen auf die Bremse treten, weil sonst mache ich das hier mit dir 3 Wochen und dann falle ich 3 Wochen aus. Das geht nicht. Genau, also da gucken wir mit drauf. Ich finde es übrigens auch richtig gut, dass du das mit dem Sport bewusst für dich behältst. Es wird früher oder später auch Thema werden, aber wahrscheinlich erst dann, wenn es eine etablierte Routine ist und für dich wie selbstverständlich. So, aber ich finde das unheimlich geil und ich finde das unheimlich schwierig, auch für Creator wie uns, was zu machen, was du nur für dich und auch nur so für dich, für keinen anderen machst. So. Weißt du? Weil sonst hast du immer im Hinterkopf dieses, ich muss ja jetzt auch Sport, muss ja noch eine Story machen oder so ein Quatsch, weißt du? Du machst das für dich. Für Roman und für niemand anderen. Für Roman Lemke, nicht für Sucht und Ordnung, nicht für Instagram, nicht für Facebook, sondern für dich. Deswegen finde ich das richtig geil, dass du einfach sagst, don't talk about it, Alter, and show it. Ja, ne? Yeah. So, ist so. Kommt der wie ich aus Stein gemeißelt, wie so ein griechischer Gott das nächste Mal, wenn wir den sehen. Umarme ich den, Alter, und denke mir, oh, Alter, ich glaube, ich habe mir den Finger verstaucht. Beim Umarmen, weil er so hart ist. Passt in das T-Shirt schon gar nicht mehr. Ja. Ist übrigens nicht mein Ziel. Ich habe keinen Bock mehr. Früher war ja immer so, wenn ich mit Training angefangen habe, Bodybuilding, dann wollte ich immer breit werden. So. Hab immer ich keinen Bock drauf, Alter. Ich will einfach nur. Und das ist auch so ein Ding, warum ich mit der Ernährung, das ist, ich sehe das ganze Ding ganzheitlich mittlerweile. Ich will einfach nur gesund alt werden, Bruder. Das ist alles, was ich will. Ich will keinen Bodybuilding-Champion werden. Ich bin 38, Mann. Ich komme nicht mehr auf irgendeine Bühne. Ich will nicht mehr auf irgendeine Sportbühne. Will ich nicht. Einfach nur gesund alt werden. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Ja, wissen ja die wenigsten, Alter. Roman kommt ja aus dem Radsport. Sorry, den musste ich jetzt nochmal machen, weil ich den so damals so geil fand. Habe ich dir das überhaupt erzählt? Habe ich euch das erzählt? Wir fahren jetzt am 1. Septemberwoche mit einem Rad 3 Tage nach Rostock, von Berlin nach Rostock, ein Kumpel und ich. Nö. Geil, ne? Nö. Hast du nicht erzählt, machst du auch für dich, ne? Ja. Don't talk about, einfach machen. Du hast dich total verändert, seit du den Unternehmensberater hast. Alle sagen das. Ja, finde ich gut, Sache, Alter. Eine Sache will ich noch erzählen. Ich habe euch ja letzte Woche dieses T-Shirt gezeigt, ne? Und habe ich das gezeigt? Habe ich gezeigt. Ja, und habe das postet, ist ja auch gerade überall und so bla, ne? Vieles ist auch schon ausverkauft. Das ist nicht, worauf ich hinaus will. Auf Facebook schreibt mich einer an. Lass mal eins rüberwachsen. Ich so, einfach so. Klar, kein Thema. Hier hast du den Link. Hab dir den Link geschickt und dann, pass auf, Alter, ey, der hat mein ADHS so hart getriggert, der Hund. Das schreibt er so. Ja, ein Blick in auf meine Seite der letzten 7 Jahre und du hättest meine finanzielle Lage gekannt und
hättest es nicht für angemessen gehalten, mir den Link zu deinem Produkt zu schicken. Ich denk so, Bro, Alter, was? Was willst du von mir, Alter? Und ich war direkt drin, ich konnte mich nicht erinnern. Ich sag so, ey, mein Lieber, nichts für ungut, ne? Aber wenn du mich nach einem Produkt fragst, dann schicke ich dir den Link. Ich lebe davon. Ne? Wir haben eine Unternehmung, wir haben das Ziel, Konsumkompetenz in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Wir haben nicht geringe Kosten. Und deswegen, klar ist es angemessen, dir den Link zu schicken, wenn du mich nach so einem Produkt fragst, Alter. Und pass auf. Aber genau so. Und dann schreibt er wieder und sagt, ja, das ist ja das Schlimme in unserer Gesellschaft, dass Unternehmen nur an sich denken und nicht an die Mitstreiter für das Thema und für die Sache. Und hat noch so ein richtig langer Text. Und da ist bei mir dann alles aus. Also normalerweise, mittlerweile halte ich mich ja so aus Social Media. Das ist richtig der Andreas aus ihm rausgekommen, Alter. Du hältst deine Schnauze hier! Ey, ich sag so, ich habe mich immer noch zusammengerissen. Ich sag, Bro, deine Geschichte interessiert mich gerade nicht, auch wenn sie mir leid tut. Aber das ist hier nicht das Thema. Du schnurrst gerade nach einem T-Shirt von mir. Und wenn ich dann ablehne, kommst du mir auf so eine Art und Weise, Alter. Du hättest mir auch einfach einen Mehrwert bieten können. Und dann meinte er so, ja, habe ich ja versucht. Ich habe dich ja angeschrieben. Ich habe Politiker angeschrieben. Keiner reagiert. So, wir haben plattformübergreifend über 20.000 Follower, Dicker. Wir machen voll viel alleine so. Natürlich geht mal das eine oder andere unter. Oder wenn ich es für uninteressant empfinde, sorry, oder keinen Mehrwert sehe oder denke, Alter, Geschwurbel, dann bist du weg, Alter, ist doch klar. Naja. Oh, und dann sagt er so, aber jetzt habe ich ja deine Aufmerksamkeit. Ich so, okay, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit, erzähl mal. Ja, ich habe Beweise, dass Politiker gelogen haben. Guck in die Nachrichten, Alter, und denk ein bisschen nach, so reicht das schon. Alter, das ist dein Mehrwert, Junge. Hau ab. Und ab dem Moment habe ich dann das Gespräch abgebrochen. Aber ich habe viel zu lange mitgemacht. Wollte ich gerade sagen. Ja. Dieser typische Fall, jemand. Ich abschätze. Ja, sag mal. Was denn? Ja, nee, wie du sagst, oder man in den ersten Moment, dann geht man so drauf ein und irgendwann merkst du so, aber ja. Oder eigentlich merkt man relativ schnell, in welche Richtung da geht. Du denkst, ich hatte auch mal so einen Fall oder mehrere Mal. Du schreibst mit einem und bist verständnisvoll und denkst so, ja, und ja, ne? Bis du dann irgendwie plötzlich merkst, Alter, der steckt voll in der Psychose fest. Der soll ganz schnell raus hier aus der Unterhaltung, Alter. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, Alter. Pass schön auf dich auf und so und lass ihn nicht ärgern. Ne? Oh Mann, ey. Herrlich. Aber wir haben auch noch wieder ein bisschen Überlängen, ne? Liebe Grüße. An der Stelle. Ja, ich. Chris, du bist nicht der Einzige, mein Herzchen. Schöne Grüße. Oh Mann, sag mir einfach nur warum. Also heute können wir drüber lachen. Ich bin auch froh, dass es dir gut geht, Bruder. Und dass du was aus deinem Leben machst, Alter. Rettungssanitäter, geht los. Richtig. Ohne Scheiß. Respekt. Ja, Respekt von unserer Seite. Richtig geil. Aber das war eins der geilsten Erlebnisse überhaupt. Sag mir einfach nur warum. Bro, ich habe gerade keine Zeit. Achso, Entschuldigung. Ja, das war wirklich so dieser Fallnelsen-Abonnent, der schon allen relativ lange folgt und so, wo wir wirklich dann auch uns dann untereinander und unter uns drei gesagt haben, Bruder, ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Chris. So, ja, mich hat er auch angeschrieben. So. Ja. Ey, Alter, sollen wir das Ding zumachen? Ja, na sicher. Adriano, überleg nochmal. Geh nochmal ganz kurz in dich rein. Überleg nochmal 3 Sekunden. Ich will nur noch eine Sache sagen. Dann kannst du gucken, ob du noch was hast. Ansonsten mache ich das Ding zu. Wann ist der nächste Autotrip? Was ich sagen will ist, um ganz kurz einen kleinen Schlenker nochmal zu der Challenge und aber auch zu vielen Dingen, die jetzt bei dir waren, Roman, zu Dingen. Es ist wichtig, dass man zu seinem Wort steht. Und das meine ich nicht in Bezug auf andere Menschen, sondern in Bezug auf sich selbst. Wenn du dir was vornimmst, wenn du dich bewusst zu etwas entscheidest, sei es, ich stehe jetzt morgens auf und mache Sport, oder sei es dies oder das, entscheide dich bewusst dafür und steh vor dir selber zu deinem Wort. Weil wenn du das nicht kannst, so, da kann, ich habe wirklich gemerkt, ich muss
mich auf mein eigenes Wort mir gegenüber auch verlassen können, um eine gewisse Kraft, Selbstvertrauen und Stärke aus mir rauszuziehen. Wenn ich meinem eigenen Wort, meinen eigenen Gedanken so, ach komm, weißt du, mach ich eh nicht und so ein Scheiß, so, dann wird das auch nichts, weißt du? So, das wollte ich noch mal ganz kurz abschließend sagen, weil das so eine Erkenntnis ist, die ich die letzten Tage echt richtig übel hatte. Adriano, Herzchen? Nee, mir ist nur noch so ein Sportler eingefallen, der damals meinte, ich habe auch keinen Bock, jeden Tag irgendwie in eine Fitnesshalle zu gehen und zu trainieren, aber ich habe eine Sache richtig gut antrainiert und das ist Disziplin. Also ziehe ich jeden Tag weiterhin durch. Ja, so ist das. Vielleicht doch noch eine Anmerkung dazu, weil ich das gerade mit jemandem hatte, dieses Gespräch. Wir leben in einer Gesellschaft voller Möglichkeiten. Wir können jeden Tag alles machen. Und leider ist aufgrund dessen auch ganz oft die Mentalität, wenn irgendwann mal so ein bisschen Gegenwind kommt, dass wir es dann lassen und was anderes anfangen. Und ich kann nur plädieren, macht das doch einfach mal. Fangt mal an, fangt mal irgendwas an, was euch Spaß macht. Irgendwas. Und dann macht das mal eine Woche, macht das mal einen Monat. Mach das mal ein Vierteljahr, mach das mal ein halbes Jahr und dann mach das mal ein ganzes Jahr, ein Ding. Und dann guckt mal nach diesem Jahr, ja, wo ihr eigentlich angefangen habt und wo ihr dann seid. Genau. Und ich schwöre euch, das wird mindblowing für euch. Ja. Und da ist es, glaube ich, nicht mal wichtig, dass das jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr. Setzt dir einen Zeitraum und zieh das den Zeitraum komplett durch. Und dann reflektier. Zieh ein Resümee, hat es das gebracht, hat es das nicht gebracht. So, aber man muss auch erstmal machen. Wie du sagst, so, ne? Das ist auch wieder dieses nicht zu seinem Wort stehen. So, man sagt sich, man nimmt sich was vor und dann beim kleinsten Gegenwind schwenkst du um und sagst, ja gut, dann mache ich jetzt das. So kommst du nicht weiter. Und ich habe das selber jetzt gerade mit der Ernährung gerade erst erlebt. Ich sag ja, es fällt mir auch echt schwer. Ich habe heute ein Bild gesehen, wie jemand aus meinem Bekanntenkreis sich Meckes geholt hat. Ich war getriggert, sofort. Und bin losgefahren und hab mir einen Burger geholt. Zwei. So hart war ich getriggert. Drei. Und dann ist aber genau dieses Thema, das geht mir die ganze Zeit im Kopf rum. Ich fühle mich von mir schlecht, weil ich nicht konsequent mir selbst gegenüber war. Und ey, verstehe mich nicht falsch, mal einen Burger essen, mal eine Pizza essen, alles cool. Aber nicht, wenn du es eigentlich nicht willst. Weil wenn du es eigentlich nicht willst, dann hör auf deinen verfickten Bauch und nicht auf deinen Kopf, der getriggert ist, und beiß die Zähne zusammen. Und das sage ich mir eigentlich gerade selbst so. Ja, du stehst nicht zu deinem Wort, so, du trägst nicht die Verantwortung für dein Handeln so, und dann kommen da nur Scheißgefühle bei raus. Ist einfach so. Gut. Ja. Ihr Süßen. Es war echt, es war eine gute Folge. Ich glaube, da können viele der Hörer auch ein bisschen was draus ziehen. Da gibt es bestimmt eine Menge Learnings, die ihr draus ziehen könnt. Ansonsten wünschen wir drei euch echt eine wundervolle Woche. Setzt euch kleine Ziele. Wenn ihr Glück habt oder wenn ich Glück habe und ihr die Folge hört, bin ich vielleicht sogar immer noch clean. Passt schön auf euch auf, unterstützt uns weiter. Vielen Dank für eure Unterstützung bisher. Ihr seid toll. Wir haben euch ganz doll lieb, passt doll auf euch auf und Alter, küsst eure Herzen, öffnet eure Herzen, Herz zur Öffnung. Ciao.